Drachen, die ältesten und intelligentesten Lebewesen der Welt. Unsterblich, aber keine Seele, goldgierig und boshaft. Verschiedenste Arten. Angefangen mit den roten Drachen. Sie sind einer der bösartigsten Drachen, die existieren. Spucken Feuer und besitzen die Fähigkeit, ihren gesamten Körper in Brand zu setzen. Hauptsächlich leben sie in Wüsten oder Vulkanen. Der blaue Drache. Er besitzt die Fähigkeit, das Wasser zu kontrollieren. Sein Lebensraum befindet sich ebenso unter Wasser. Zudem sind sie die Todfeinde der roten Drachen. Weißer Drache. Die weißen Drachen sind einer der gutherzigsten Drachen. Sie spucken Eis und Schnee, leben oft in tiefen Bergen. Grüner Drache. Die grünen Drachen spucken Säure und Gift. Sie leben meist in Höhlen und als einzige Drachenart in Herden. Schwarzer Drache. Die schwarzen Drachen sind einer der mächtigsten und mysteriösesten Drachen. Sie sind schwarz und nachtaktiv. Ihre Fähigkeit ist, alles und jeden in Asche zu verwandeln. Mehr ist über sie nicht bekannt. Gelber Drache. Die gelben Drachen. Sie spucken und kontrollieren Blitze. Leben tun sie an den höchsten Punkten der Erde. Außerdem sind sie einer der gierigsten Drachenarten, die existieren. Silberdrache. Die Silberdrachen haben nicht wirklich eine Fähigkeit. Allerdings bestehen ihre gesamten Schuppen aus Silber. Über ihren Lebensraum ist nicht viel bekannt, obwohl generell nicht viel über sie bekannt ist. Golddrache. Der Golddrache ist der König aller Drachen. Seine Schuppen bestehen aus Gold. Zudem ist er einer der manipulativsten und bösartigsten Drachen. Seine Fähigkeit besteht darin, all seine Opfer in Gold zu verwandeln. Grauer Drache. Der graue Drache besitzt die Fähigkeit, den Wind zu kontrollieren. Leben tun sie an hohen Klippen oder großen Bergen. Mehr Drachenarten sind bis dato nicht bekannt.